Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Morgen. Willkommen im Konrad-Adenauer-Haus zur Vorstellung des Gutachtens zur Aktivrente. Mit dabei haben wir Karl-Josef Laumann, Mitglied des Präsidiums der CDU Deutschlands, Bundesvorsitzender der CDA und Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, Herrn Professor Dr. Gregor Kirchhoff, Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Steuerrecht und an der Universität Augsburg und den Generalsekretär der CDU Deutschlands mit dem kürzesten Titel Carsten Lindemann, und der fängt an. Vielen Dank, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass das heute Morgen klappt, wenn ich das bescheiden sagen darf. Dieses Thema Aktivrente habe ich ja vor einigen Wochen mal ins Gespräch gebracht, und die CDU Deutschlands präsentiert heute ein Konzept, dass es nicht nur ein Vorschlag ist, sondern ein umsetzbarer Vorschlag. Wir haben in Deutschland drei Herausforderungen in den nächsten Jahren. Erstens das Thema Inflation. Das wird bleiben. Zweitens das Thema Deindustrialisierung und drittens das Thema Fachkräftemangel. Wir werden zu einer Fachkräftekrise kommen. Wir haben einfach die Situation laut IAB, dass bis 2035 schätzungsweise 7 Millionen Arbeitskräfte der Babyboomer-Generation in Rente gehen und viel weniger nachkommt. Die Bundesregierung setzt hier auf Zuwanderung, auf Fachkräftezuwanderung, das ist das richtige Thema. Sie überschätzt es und vernachlässigt das inländische Potenzial. Wir haben in Deutschland 600.000 junge Menschen zwischen 18 und 24, die weder arbeiten noch eine Ausbildung haben. Knapp 50.000 junge Menschen ohne Schulabschluss. Bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen muss mehr getan werden. Und wir haben das Thema Ältere. Stichwort Silver Worker. Es gibt in Deutschland fast schon eine Tradition, dass man von 100 auf 0 geht, dass wenn man in Rente ist, dann sofort komplett aufhört zu arbeiten, obwohl Umfragen belegen, erst jüngst eine INSA-Umfrage, dass mehr als 50% der Deutschen sagen, wenn es Steuervergünstigungen gibt, sind wir bereit, auch freiwillig länger zu arbeiten. Dieses Potenzial wird von der Bundesregierung nicht gesehen, und deswegen machen wir diesen Vorschlag und stehen sofort bereit, um diesen auch umzusetzen. Professor Kirchhoff wird diesen Vorschlag gleich vorstellen. Es werden nach meiner festen Überzeugung am Ende alle gewinnen. Nicht nur die Arbeitgeber, die sich über die Fachkraft freuen, sondern auch die Arbeitnehmer, die sich über mehr Netto denn Brutto freuen. Denn sie müssen sehen, dass wenn ich das gesetzliche Rentenalter erreiche und dann weiterarbeite, muss ich ja keine Rentenversicherungsbeiträge mehr zahlen. Ich muss keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlen, sozusagen nur noch Krankenversicherungsbeiträge. Und wenn ich dann beispielsweise 2.000 Euro im Monat steuerfreien Zuf verdienen kann, bleibt richtig was übrig. Das geht mitten ins Mark, und das wird ein Aufbruchssignal sein für Deutschland. Und wir werden hier einen Teil der Lösung beitragen können. Und jetzt kommen natürlich immer viele Bedenkenträger und Bremser und sagen, es geht nicht, weil. Und deshalb der Vorschlag, lasst uns das einfach mal 2 Jahre ausprobieren. Das Gesetz kann nach 2 Jahren auslaufen. Und dann schauen wir uns das an, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann rollen wir es aus, verstetigen es. Und wenn es nicht funktioniert, wandert es in die Tonne. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es funktionieren wird. Und deswegen einfach mal machen. Und deswegen stehen wir hier. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich danke Ihnen fürs Kommen, und ich möchte mich auch noch mal bei der CDU, bei Carsten Lindemann und seinem Team für das Vertrauen in mich bedanken, was die verfassungsrechtliche Expertise angeht. Wir sprechen hier von einem Steuerfreibetrag, also von einer Ausnahme im Steuerrecht im Alter. Und dann könnte man auch sagen, da ist eigentlich die verfassungsrechtliche Perspektive erstmal nicht so positiv, denn das Verfassungsrecht drängt eigentlich dazu, verlangt es nicht zwingend, aber drängt eigentlich dazu, das Steuerrecht weiter zu vereinfachen, damit es uns allen leichter fallen würde. Und deshalb wäre ich vielleicht auch sogar die falsche Person für diesen Vorschlag, weil ich genau darüber nachdenke. Doch dieser Vorschlag führt im Alter zu einer Vereinfachung des Steuerrechts. Und wir wissen das nicht, wie die Folgen sein werden. Aber ich bin auch sehr optimistisch, dass hinterher alle gewinnen werden. Meine Frage war keine politische, sondern eine verfassungsrechtliche. Gibt es einen verfassungsrechtlichen Weg, diese Idee umzusetzen? Und die Antwort ist entschieden ja.
Diese Analyse, die wir da gemeinsam oder die ich geschrieben habe, hat jetzt keinen konkreten Gesetzesvorschlag ausbuchstabiert. Soweit sind wir noch nicht. Das ist die höchste Kunst in der Juristerei. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber was wir getan haben, ist, wir haben versucht, einen möglichst genauen Weg zu zeichnen und die verfassungsrechtlichen Fallstricke zu erwägen und sie auszuräumen. Was ist jetzt die Idee? Die Idee ist, dass Menschen, die ihre Altersbezüge erhalten, also in Anführungsstrichen eigentlich in Rente sind, dass die, wenn sie weiterarbeiten wollen, sei es vollständig oder in der Regel nur zum Teilen, einen Steuerfreibetrag bekommen. Dieser Steuerfreibetrag soll, das wurde vorgeschlagen, 2.000 Euro im Monat betragen. Und das Ganze ist ein Anreizsystem. Und dieser Anreiz könnte vier Grundpfeiler unseres Gemeinwesens positiv stimulieren. Erstmal geht es um eine Aktivität im Alter. Also wie Sie gerade gesagt haben, man macht nicht einen Cut nach dem Erwerbsleben, sondern man versucht diesen Übergang in die Phase nach der Erwerbszeit etwas harmonischer, in Teilzeit vielleicht, zu gestalten. Und diese Aktivität könnte auch positive psychologische oder gesundheitliche Folgen haben. Wenn das so wäre, dann würden zweitens die Sozialkassen entlastet. Und Sie wissen alle, aufgrund der demografischen Entwicklung haben wir hier eine ganz große Herausforderung zu meistern. Drittens geht es um die Wirtschaft. Allgemein den Wirtschaftsstandort Deutschland und ganz speziell um den Fachkräftemangel. Und schließlich, das würde ich am Ende noch kurz sagen, haben wir die Hoffnung, dass obwohl eine Steuererleichterung geregelt wird, letztlich der Fiskus sogar gewinnt. Aber dazu später. Rechtstechnisch geht es um eine lenkende Steuerregelung. Der Bund könnte sie als Teil des Einkommensteuerrechts regeln, der Bundesrat müsste zustimmen. Verfassungsrechtlich stellen sich unterschiedliche Fragen. Insbesondere ist hier der Gleichheitssatz hervorzuheben. Denn was geplant ist, ist, dass eine Erwerbstätigkeit im Alter, wenn man Altersbezüge bezieht, mit einem Steuerfreibetrag geringer gesteuert wird. Also haben wir eine Ungleichbehandlung und die ist verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. Das möchte ich gleich in vier kurzen Punkten tun. Danach, im zweiten Teil sozusagen dieses nicht mehr als zehnminütigen Impulses, geht es darum, dass wir Probleme bewältigen müssen. Es geht darum, Steuergestaltungen schon bei der Gesetzgebung zu vermeiden und auch Mitnahmeeffekte so weit wie möglich auszuschließen. Und schließlich muss man schauen, was sind die fiskalischen Folgen. Das ist nicht ganz einfach. Wie kann man das nun gleichheitsrechtlich rechtfertigen? Erste Frage ist, wer profitiert von dieser Aktivrente? Und die Aktivrente ist dabei ein politisches Schlagwort, was einprägsam ist, aber sie verengt den Bereich derer, die profitieren sollen, nicht. Denn die genannten sozialen, auch die wirtschaftlichen Folgen, kann man nicht daran unterscheiden, ob jemand eine Rente bekommt oder andere Altersbezüge. Und deshalb ist der Gedanke, dass jeder, der im Alter erwerbstätig, also ab Werks aktiv ist, in den Genuss dieses Freibetrags kommen soll, sei er Selbstständiger, sei er Unternehmer. Ausgeschlossen werden aber die Nichtaktiven, denn bei denen kommen diese Incentives, die gesetzt werden sollen, nicht zum Zug. Hier geht es zum Beispiel um Menschen, die Erträge aus Vermietung und Verpachtung haben, aus Kapitalerträgen oder aus stillen Unternehmensbeteiligungen. Aber die sollen ausgeschlossen werden, da muss die gesetzliche Typisierung gelingen. Zweitens haben wir ein Problem mit der Leistungsfähigkeit und mit der Rechtfertigung der Ungleichbehandlung. Denn umso höher diese Steuerfreiheit wäre, umso mehr entlasten wir Leute, die eine hohe Leistungsfähigkeit haben und diese Entlastung gar nicht brauchen. Und umso höher sind auch die Rechtfertigungserfordernisse des Gleichheitssatzes. Aber umgekehrt darf die Steuererleichterung auch nicht zu gering sein, weil sich sonst die Lenkungserfolge nicht einstellen. Also hier muss man ein angemessenes Maß finden. Da wurde, ich habe schon gesagt, 2.000 Euro im Monat vorgeschlagen. Das ist jetzt Politik, aber ich glaube, dass das eine ganz gute Kompromisslösung ist. Die Frage ist nun, lässt sich das Ganze auch steuersystematisch rechtfertigen? Es ist ja immerhin eine Ausnahme im Alter. Wenn Sie im Alter erwerbstätig sind, dann kommen zu Ihren Altersbezügen, die Sie versteuern müssen, noch die Erwerbstätigkeit hinzu. Sie müssen also alles der Steuer zuführen. Das ist nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip auch sachgerecht. Sie haben ja mehr, müssen auch mehr besteuern. Man kann aber auch diese Ausnahme steuersystematisch begründen. Denn wenn Sie im Alter neben der Rente erwerbstätig sind, dann müssen Sie aufgrund der Progression für diese Erwerbstätigkeit auch mehr Steuern zahlen. Ja, ein kleines Beispiel, was ich nicht selbst ausgerechnet habe. Wenn Sie eine Rente von 15.000 Euro im Jahr verdienen und dann arbeiten Sie noch für 25.000 Euro im Jahr dazu, dann müssen Sie, weil Sie alles versteuern, 38% Steuern zahlen. Der Arbeitnehmer, der die Rente nicht bekommt, der zahlt nur 26% Steuern.
Und dann kann man auch begründen, dass diese Kumulation aufgrund der Besteuerung der Altersvorsorge und der Erträge, dass die steuersystematisch fragwürdig sein kann. Jedenfalls kann man als Gesetzgeber auch sagen, darauf reagiere ich, ich versuche diese Doppelbelastung etwas zu reduzieren. Es geht dabei auch darum, dass die Menschen im Alter besondere Herausforderungen zu meistern haben. Die können wir uns alle vorstellen. Und schließlich, wissen Sie, wenn Sie eine Altersbezüge bekommen, dann haben Sie ein Erwerbsleben hinter sich. Sie haben also schon ein bestimmtes Maß an Abgaben an das Gemeinwesen gezahlt und insofern das Gemeinwesen finanziert. Und dann kann man es steuersystematisch auch begründen, dass dann in der Zeit danach die Abgabenlast etwas reduziert wird. Und ganz am Ende, letztlich geht es nur um eine Ungleichbehandlung in der Zeit. Denn junge Menschen werden gleich besteuert und Menschen, die Altersbezüge erhalten, werden gleich besteuert. Also deshalb ist die Ungleichbehandlung gar nicht so groß. Wenn, letzter Punkt zum Artikel 3, wenn diese Lenkungseffekte wirklich eintreten, und das ist die Hoffnung, und bei 2000 Euro Freibetrag im Monat kann man vielleicht davon ausgehen, dann würde dieser Erfolg die Ungleichbehandlung auch von selbst rechtfertigen. Dem Sozialstaat, dem Wirtschaftsstandort und auch dem Steuerstaat wäre genügt. Man muss aber auch, und jetzt bin ich beim zweiten Punkt, über mögliche Steuergestaltungen und Mitnahmeeffekte nachdenken. Es könnte sein, dass ein Arbeitsverhältnis vorzeitig beendet wird, nur um in den Genuss der Altersbezüge zu kommen und den Steuerfreibetrag zu kassieren. Es kann auch sein, dass ein Unternehmen nur pro forma übergeben wird, um genau diese Vorteile zu bekommen. Da ist jetzt der Vorschlag der, dass man mit einer starren Altersgrenze reagiert. Also man übernimmt die Altersregeln, die im geltenden Recht bestehen, wann bekomme ich Altersbezüge? Das ist mal je nach Beruf 60, 65, 67. Und erst ab diesem Lebensjahr bekommt man den Steuerfreibetrag. Und damit hat man schon ein riesiges Gestaltungspotenzial einfach ausgeschlossen. Man könnte erwägen, jetzt eine Ausnahmevorschrift für besondere Konstellationen vorzusehen, aber dann müsste man das wieder prüfen, also da wäre ich dann eher zurückhaltend. Und schließlich, letzter Punkt, die fiskalischen Folgen. Zunächst ist es intuitiv zu sagen, der Staat verliert Geld, weil es ja ein relativ hoher Steuerfreibetrag ist. Aber es gibt auch Gegeneffekte. Denn wissen Sie, wenn Sie wirklich die Erwerbsquote im Alter anregen, dann steigt auch die Kaufkraft und damit dann an Einnahmen zum Beispiel aus der Umsatzsteuer. Und die Erwerbstätigkeit hört dann ja bei 2000 Euro im Monat nicht auf. Also man könnte sogar die These vertreten, dass sich selbst die Einkommensteuereinnahmen gar nicht so sehr senken werden. Und schließlich ist auch eine Hoffnung, dass dem Schwarzmarkt durch diese Steuerfreiheit entgegengewirkt wird. Und dann würden sich die Steuereinnahmen noch weiter erhöhen. Aber vor allem hätten wir den Effekt, dass Menschen, die bisher in der steuerrechtlichen Illegalität sind, in die Legalität geführt werden, was ein weiterer positiver Effekt wäre. Ganz am Ende mein letzter Gedanke, jetzt bin ich wieder Wissenschaftler. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man diese Vereinfachung durch den Steuerfreibetrag spürt, dass das dazu führen könnte, dass man vielleicht im Alter zu einer ganz einfachen pauschalen Steuer kommt, damit die Steuer nie ein Hemmschuh ist, um erwerbstätig zu sein. Und jetzt ohne politische Zwänge kann das der Wissenschaftler sagen, das könnte die Tür öffnen zu einer ganz großen Steuerreform. Andere Länder haben das seit Jahren schon gemacht. Die haben ein ganz einfaches und vollständig digitalisiertes Steuersystem. Die sind diesen letzten steilen Pfad der Vereinfachung schon gegangen, stehen oben auf dem Gipfel und sagen uns, schaut mal, so einfach kann es sein, kommt ihr doch auch hierher. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema war die Aktivrente und der Befund ist ganz klar, es gibt einen verfassungskonformen Weg, diese zu regeln. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Herr Laumann. Ja, also auch schönen guten Morgen. Erst einmal möchte ich sagen, auch aufgrund meiner Biografie, dass ich Carsten Linnemann sehr dankbar bin, dass er das Thema Aktivrente angesprochen hat. Schon Norbert Blüm hat immer darüber geredet, wir müssen zur Lösung kommen, dass die Leute nicht so abrupt aus dem Arbeitsleben ausscheiden, weil das auch für die menschliche Psyche und Biologie nicht immer gut ist. Er hat sich immer darüber geärgert, dass damals Altersteilzeit immer verblockt gemacht wurde und nicht als eine Teilzeit gesehen wurde. Und jetzt können wir Politik machen in einer Zeit, die ja für einen Arbeitsminister wunderschön ist. Nämlich, dass wir mehr Jobs haben, wie wir Menschen haben, die diese Jobs ausüben. Das ist ja viel besser, als wenn du Arbeitsminister in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit bist, was zu Norbert Blüms Zeiten war und auch in meinem politischen Leben lange Jahre so war. Und dass wir dann hier steuerlich Anreize setzen, dass mehr Menschen sich mit diesen Gedanken beschäftigen,
Ich glaube, das ist gut, weil das auch Wertschätzung für ältere Menschen ausdrückt. Und viele definieren sich ein Leben lang auch sehr stark über ihre Arbeit. Die Arbeit gehört zur Persönlichkeitsstruktur eines von vielen Menschen einfach unmittelbar dazu. Und dann irgendwie zu sehen, mit 66 spätestens, musst du gehen. Manche freuen sich vielleicht auch, dass sie gehen können. Ja, sollen sie auch tun. Aber andere würden gerne noch was machen. Vielleicht weniger, aber drinbleiben. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Und deswegen, glaube ich, ist das nah an den Menschen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir es jetzt einfach mal machen sollten. Macht es bitte nicht zu kompliziert, mit viel zu vielen Ausnahmen. Der eine mit 60, der andere mit 63. Ich wäre dafür, irgendwie da was hinzuschreiben, was dann für alle gilt. Das ist dann wieder die Frage Einzelfallgerechtigkeit oder man blickt da sofort auf einen ersten Blick durch. Aber ich freue mich darauf, wenn wir das dann nach der nächsten Bundestagswahl spätestens auch umsetzen können. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das auch überhaupt die ganze Philosophie in unserer Gesellschaft über älter werdende Menschen positiv verändern wird. Und nicht so, naja, ein paar Jahre sollen sie noch mit einem Wohnmobil durch die Gegend fahren, was weiß ich, und die kosten alle nur Geld, sondern dass es einfach auch bedeutet, dass diese Menschen, so wenn sie es können, wenn wir wollen, Anreize haben, tätig zu sein. So, das muss ein Arbeitsminister auf der einen Seite sehen. Auf der anderen Seite muss ein Arbeitsminister auch sehen, dass wir ein objektives Problem in Deutschland haben in der Frage duale Ausbildung und die Leute, bevor sie in der dualen Ausbildung gehen, oft zu lange nach der Regelschule nicht wissen, was sie wollen. Wenn Sie, ich nenne jetzt nordrhein-westfälische Zahlen, weil ich die aus dem FF kenne und Sie können NRW-Zahlen immer mal 4 nehmen, dann sind Sie ungefähr bei Bundeszahlen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen zurzeit über 40.000 Leute in unseren Berufsschulen, die nach 10 Jahren Regelschule den Berufswunsch nicht so entwickelt haben, dass sie wissen, was sie wollen. Und da sind sie in der Regel 4 Jahre. Und dann kriegen wir davon 14-15% in die Lehre. Und da wundern wir uns, dass die Leute im Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen im ersten Lehrjahr 21,5 Jahre alt sind. Ich glaube, dass wir hier ganz erheblich ansetzen müssen, die Berufsfindung zu unterstützen. Und dabei habe ich als Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen auch ein klares Ziel. Ich will niemanden überzeugen, in die duale Ausbildung zu gehen, aber ich möchte, dass die jungen Leute, wenn sie in dem Alter sind, wo die Berufswünsche sich entwickeln, egal auf welcher Schule sie sind, auch das duale System kennen. Denn nur wenn man es kennt, kann man sich auch bewusst dafür entscheiden. Und dafür geben wir in der Berufsfindung mittlerweile in Nordrhein-Westfalen rund 30 Millionen jedes Jahr aus und werden das auch stabil weiter tun. Da hilft uns natürlich, das will ich an dieser Stelle ehrlichkeitshalber sagen, auch in erheblichem Umfang der Europäische Sozialfonds. Zweiter Punkt ist, wir haben ja eine Schulministerin mit Frau Feller, mit der habe ich abgemacht, dass wir für die Leute, die in der Berufsschule sind und in sogenannten Übergangsklassen sind, das Kolloquium auf den Berufsschulen jetzt geändert worden ist, sie hat es jetzt einfach mal gemacht, dass diese Kinder oder Jugendliche sind es ja, sehr lange Praktika in den Betrieben machen können. Ich habe in Nordrhein-Westfalen mit unserer Wirtschaft darüber gesprochen, Freiberufler, Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und so weiter, dass die uns auch die Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. Und jetzt machen wir Folgendes, wir werden jedes Jahr rund 10 Millionen in die Hand nehmen, um Menschen zu bezahlen, die in den Berufsschulen arbeiten, weil da die Jugendlichen sind, mit den Jugendlichen sprechen, gucken, was möchte er machen und ihnen dabei helfen, einen passenden Praktikumsplatz zu finden. Und mein Ziel ist natürlich dabei, dass man das ganz klar zu sagen, dass wir das jetzt machen und dass sie dann nächstes Jahr am 1. August eine der Lehrstellen kriegen. Wissen Sie, ich war viele Jahre Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, wo ich zu wenig Lehrstellen hatte. Jetzt haben wir mehr Lehrstellen, Entschuldigung, wie Auszubildende. Und diese Chance, finde ich, muss man jetzt einfach nutzen, um auch bei den jugendlichen Leuten sie eher in die Arbeitswelt zu kriegen. Ich finde, es passt zur CDU beides gut zusammen. Zu sehen, dass die Älteren, wenn sie möchten, länger drinbleiben können. Und die Jungen auch Hilfestellungen zu geben, dass sie schneller reinkommen.
Und dabei bleibe ich, wir müssen alle möglichst dahin kriegen, dass sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Ich kann Sozialpolitik nicht mit dem Scheckbuch machen. Das wird immer die Leute in bedürftigkeitsabhängigen Systemen lassen. Das Beste ist, wenn wir sie eine normale Ausbildung machen lassen, dass sie nachher ein vernünftiges Arbeitsverhältnis finden und da so viel Geld verdienen, dass sie unabhängig vom Staat arbeiten können. Wir haben die Arbeit in Deutschland, wir haben die Lehrstellen und ich finde, jetzt müssen wir es einfach mal machen. Ich weiß nicht, ob ich da in Nordrhein-Westfalen Erfolg mit habe, aber wir werden es jetzt einfach mal über 2, 3, 4 Jahre machen und dann werden wir sehen, ob ein solcher Prozess uns wirklich geholfen hat oder nicht. Wenn man immer alles, ich sag mal, bedenkt, ja, das ist sowieso schwierig und das sind auch schwierige Jugendliche, das mag ja alles sein, aber ich glaube einfach, müssen wir jetzt mal ganz konkret die Leute an die Hand nehmen und sie dahin bringen, wo wir sie als Gesellschaft gerne haben wollen, als Auszubildende und später als Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Wir haben Zeit für einige Nachfragen. Bereits gemeldet hatte sich Herr Doll, dann Frau Mentgen und dann Sie beide. Guten Morgen, Doll von der Welt. Ich habe 3 kurze Nachfragen an Herrn Kirchhoff. Die eine ist, wenn ich in Rente bin und nebenher noch was arbeite in beschränktem Umfang, dann ist meine Steuerlast ja jetzt nicht so super mega groß. Ist der Effekt wirklich so wichtig, dass es nötig ist, das Ganze steuerfrei zu stellen? Die andere Frage ist die der Gerechtigkeit. Da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht subjektiv falsch ein Störgefühl. Ich bin 66 Jahre alt, also jetzt nicht ich, ist ein Beispielfall, und bin geringfügig beschäftigt. Dann zahle ich ganz normal meine Steuern. Und ein halbes Jahr später, wenn ich in Rente bin, kann ich bis zu 2.000 steuerfrei verdienen. Da habe ich irgendwie in irgendeiner Form ein seltsames Gefühl. Der dritte Punkt ist, mit Blick auf Ihre Familiengeschichte, ist das jetzt ein erster Schritt in den Weg, Schattenminister in einem möglichen unionsgeführten Bundesregierung zu werden? Naja, die Frage liegt ja auf der Hand, ne? Ja, also die letzte Frage kann ich natürlich verneinen, das versteht sich von selbst. Jetzt zu den anderen beiden Fragen. Also braucht es diesen Effekt eines recht hohen Freibetrages von 2.000 Euro im Monat? Und ich, also die Hoffnung ist, dass sich diese positiven Aktivierungsperspektiven einstellen werden. Das wissen wir nicht. Das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn man eine Lenkungssteuer aufsetzt, dann muss man das einschätzen, wie die Folgen sein werden. Man weiß das nicht. Jeder Blick in die Zukunft ist ungewiss. Aber man muss es gewissenhaft einschätzen. Und man muss es, und so ist es ja auch geplant, nach einer gewissen Zeit auch prüfen, ob die Lenkungseffekte eingestellt werden. Also ich glaube, es braucht diesen Effekt. Und da knüpfe ich jetzt an, was Sie beide gesagt haben, um diese Aktivierung im Alter hinzubekommen. Und nochmal, das ist sozialstaatlich etwas, aber es geht auch um eine Gegenbewegung gegen den Schwarzmarkt, der besteht. Also ich habe da eigentlich recht vielschichtige, wie dargestellt, positive Hoffnung, was den Wirtschaftsstandort und was das Soziale angeht. Ihre Gerechtigkeitsempfindung kann ich zunächst verstehen. Denn Sie haben ja dann, wenn Sie Altersbezüge bekommen, dafür müssen Sie nicht arbeiten, und dann arbeiten Sie auch noch, und dann sind Sie noch leistungsfähiger, dann würde man, so sagt es das geltende Recht, sagen, naja, da muss ich auch höhere Steuern zahlen. Aber Sie dürfen wegen der Besteuerung der Altersbezüge, das war ja früher anders, ja, da müssen wir jetzt Ertragssteuern bezahlen. Das kann man auch hinterfragen. Denn ich habe ja die Altersbezüge aufgebaut in meiner Erwerbszeit, bekomme jetzt den Ertrag und muss Steuern zahlen. Das kann man so machen, aber da sagen viele auch steuersystematisch, ganz überzeugend ist das nicht, aber man kann es machen. Deshalb zahlt jetzt der, ich hatte das Beispiel genannt, der im Alter erwerbstätig ist, wegen der Progression, eine höhere Steuer als der, der kurz davor erwerbstätig ist, weil ja die Steuerlast zu diesen Alterseinkünften steigt. Und da kann man dann sagen, naja, diesen kumulativen Effekt in Teilen zu mäßigen, das ist nicht sachwidrig. Nochmal, es geht um die besondere Situation im Alter. Da haben wir Herausforderungen, die können in der Pflege liegen, in der Gesundheit. Da gibt es auch finanzielle Herausforderungen. Es geht um diese psychologische Entwicklung. Wie höre ich mit dem Erwerbsleben auf? Mache ich noch ein bisschen weiter? Und um jetzt vielleicht noch einen internationalen Vergleich anzustellen. Es gibt eine ganz interessante vergleichende Studie, die sagt, dass über die Hälfte der OECD-Staaten Steuerermäßigungen im Sinne von Steuerfreibeträgen oder Steuererstattungen kennen, die nur im Alter ausgekehrt werden, um auf diese besondere Situation zu reagieren. Also ich kann Ihr Gerechtigkeitsstörgefühl verstehen, aber man kann auch sagen, naja, es ist doch etwas Besonderes. Ich habe eine Erwerbsbiografie hinter mir und arbeite weiter. Darauf darf der Steuergesetzgeber reagieren. Und nochmals, wenn sich die Lenkungserfolge einstellen, dann rechtfertigt das Ganze von sich selbst. Und dann kann man sogar die Hoffnung haben, mit guten Gründen, dass die Steuererträge letztlich steigen.
Frau Mentgen. Ich hätte auch drei Fragen. Einmal an Herrn Linnemann. Wird das denn quasi eine Bedingung für die nächste Koalitionsbildung, falls die Union stärkste Kraft wird, diese Aktivrente einzuführen? Und soll das dann im Rahmen einer großen Rentenreform passieren? Sie hatten ja auch schon andere Dinge. Und dann möchte ich gerne noch zwei Fragen stellen zu den Aussagen von Merz, Friedrich Merz, zu Asylbewerbern und Zahnersatz. Ist das jetzt die neue Strategie der CDU, auf Populismus zu setzen, um die AfD klein zu kriegen? Und auch noch eine Frage an Herrn Laumann. Ist das auch ein Phänomen, das Sie in NRW beobachten, dass sich abgelehnte Asylbewerber die Zähne neu machen lassen, auf Kosten des Staates? Ja, vielen Dank, Frau Mentgen, für Ihre Frage. Zur ersten Frage. Ich gehe davon aus, dass es in unser Wahlkampfprogramm kommt, und zwar 1:1. Und dann werden wir das natürlich in die Waagschale werfen für gegebenenfalls anstehende, was ich hoffe, Koalitionsverhandlungen. Und wir werden das aber so in die Waagschale werfen, so wie wir es jetzt vorstellen, dass wir vorschlagen, das mal auszuprobieren, 2 Jahre lang es auslaufen zu lassen und dann eine Bestandsaufnahme machen, um dann zu schauen, was ist passiert mit der Kaufkraft, mit den Arbeitgebern, mit den Arbeitnehmern. Übrigens sollten wir das viel öfters machen in Deutschland, dass wir einfach Dinge mal ausprobieren, einfach mal 2 Jahre und einfach mal machen. Zu Ihrer zweiten Frage, Friedrich Merz hat durch das Beispiel deutlich gemacht, dass wir in Deutschland offenkundig eine Überforderung haben der Systeme, der Infrastruktur und gleichzeitig die falschen Anreize setzen. Es gibt Tausende von Kindern in Deutschland, die aus Flüchtlingsfamilien nicht zur Schule gehen, weil die Kapazitäten nicht da sind. In Bremen haben wir eine Situation, dass sie zwar zur Schule gehen, aber nur noch betreut werden können. In Bremen haben wir eine Situation, dass die Kita-Pflicht, also beziehungsweise der Rechtsanspruch, so nicht mehr gewährleistet werden kann, was ich heute Morgen von Thomas Röwekamp beim Joggen gehört habe. Nur um mal Beispiele auch aus anderen Ländern zu geben. Wir haben es mit einer Überlastung zu tun und wir sind bereit, nicht nur bereit, sondern wir gehen den Schritt auf die Regierung zu, ähnlich wie in den 90er Jahren, um einen Konsens zu schaffen. Denn das, was Joachim Gauck gesagt hat, dass unser Herz weit ist und unsere Möglichkeiten endlich, dass das jetzt leider im negativen Sinne Wirklichkeit wird, ist offenkundig und deshalb dieser Schulterschluss beziehungsweise das Angebot für einen Schulterschluss. Gegeneinander ausspielen, deutsche Asylbewerber, auch populistische Töne zu nutzen, ist das jetzt die Strategie, um die AfD klein zu kriegen? Das war meine Frage. Friedrich Merz spricht schwierige Sachverhalte an und wir sind daran interessiert, sie anzusprechen, aber auch zu lösen. Das ist entscheidend. Und diese Lösung muss jetzt kommen, insgesamt. Und das ist jetzt entscheidend, dass wir das Angebot machen, parteiübergreifend aus der Mitte des Parlaments dieses Signal zu senden, nicht nur an Deutschland, auch an die Welt. Und darauf warten wir und das Angebot steht nach wie vor. Herr Laumann. Ja, also es ist so, dass wir schon eine Überforderung der Systeme haben. Was jetzt ganz konkret die Zahnärzte angeht, ist es nicht so, dass ich Ihnen jetzt sagen kann, dass wir da ein großes Problem haben. Ich messe das immer daran, kriegst du Briefe, kriegst du keine Briefe aus der Bevölkerung. Und in dem Bereich ist es so, dass wir jetzt im Ministerium auch keine Anzeichen haben, dass das ein großes Problem ist. Aber was schon die Wahrheit ist, und das muss man ganz klar sagen, weg vom Beispiel Zahnärzte. Ich kann zurzeit in Nordrhein-Westfalen kommen, wo ich will. Du kriegst vor Ort immer gesagt, wir wissen nicht mehr, wie wir es machen sollen. Ich meine, Sie sehen eine Zuwanderung von 5.000 bis 6.000 Leute pro Woche in Nordrhein-Westfalen. Und die Flüchtlingsministerin muss sehen, dass sie das irgendwie hinkriegt. Es fällt hier immer schwerer. In den Kommunen, Sie wissen alle, was im Wohnungsbau los ist. Krieg's mit den Wohnungen nicht gelöst. Und was mich als jemand, der schon sehr lange in der Politik ist, umtreibt, ist, ich finde, wir sind in Deutschland zu Recht stolz auf unser Asylrecht. Das hat einen sehr ernsthaften Hintergrund, dass das so in unserer Verfassung steht. Aber wir werden eine gute öffentliche Stimmung für dieses Asylrecht in der Breite der Bevölkerung nur behalten, wenn es uns stärker gelingt, dieses Asylrecht auf die zu konzentrieren, die damals damit gemeint waren.
nämlich Menschen, die in einer Situation leben, wo sie aus egal welchem Grund verfolgt werden. Andere Menschen, die hier sind, haben vielleicht individuell gute Gründe, hier zu sein. Oft auch sicherlich große Armutsprobleme. Aber das ist nicht über das Asylrecht gedeckt. Und deswegen müssen wir sehen, glaube ich, und das ist Aufgabe von Christdemokraten, den Kern des Asylrechts in Deutschland zu verteidigen, gegen alle, aber dafür sorgen, dass wir auch in der Bevölkerung dafür eine vernünftige Akzeptanz behalten. Und da habe ich auch das Gefühl, dass da zurzeit etwas kippt. Und zwar nicht kippt bei irgendwelchen Irren, sondern bei Menschen, die auch in ihrer Lebensbiografie bewiesen haben, dass sie die Menschen, die zu uns gekommen sind, sehr unterstützen und dass sie ein vernünftiges Menschenbild haben. Und deswegen finde ich, ist es auch richtig, dass der Vorsitzende einer christlich-demokratischen Union das zum Thema macht. Und Sie wissen ja, dass ich Friedrich Merz, wir sind ja so ungefähr eine Generation, sehr, sehr lange kenne. Er ist durch und durch Christdemokrat. Für ihn steht die Würde des einzelnen Menschen außer Frage. Und deswegen ist seine Politik sicherlich nicht darauf ausgerichtet, den einen gegen den anderen auszuspielen. Aber sie ist darauf ausgerichtet, Akzeptanz für das beste Asylrecht dieser Erde in Deutschland zu behalten. Und ich finde, ein Politiker muss Entwicklungen, die dahin führen, dass sowas im Kern irgendwann in Frage gestellt wird, früh genug erkennen, um in der Gesellschaft so zu steuern, dass es dazu zuerst gar nicht kommt. Und ich wäre auch den Medien sehr dankbar, wenn man es mal aus diesem Gesichtspunkt stärker in der Öffentlichkeit diskutieren würde. So, das ist jetzt völlig klar für uns Christdemokraten. Solange ein Mensch hier ist, wird er hier vernünftig behandelt. Wenn ein ausländisches Kind hier ist, dann ist, wir haben jedes Kind gern und jedes Kind lieb und wir werden alles tun, dass es einen guten Kita-Platz kriegt, dass es gut in der Schule ist, so gut wie wir können. Aber wenn Sie Schulminister sind in einem Bundesland, wie meine Schulministerin in Nordrhein-Westfalen, und wir haben 200.000 Kinder, 100.000 Kinder in unseren Schulen, wo wir vor 2 Jahren noch gar nicht wissen konnten, dass die in unseren Schulen kommen. Sie brauchen für jedes Kind eine Lehrerin und einen Lehrer. Die Kommunen müssen irgendwie einen Platz in den Schulen schaffen. Und dann ist das alles nicht ganz so einfach hinzukriegen. Die Lehrer wohnen nicht auf den Bäumen. Sie sind auf dem Arbeitsmarkt nicht zu kriegen. Schulklassen, Schulen kann man auch nicht einfach vergrößern. Unsere meisten Schulen sind noch gebaut worden für ein Halbtagsschulsystem, in dem aber heute Ganztagsschulsysteme stattfinden. Jeder weiß, was das dann in der praktischen Logistik einer Schule bedeutet. Und deswegen finde ich, muss man schon sagen, wir sind an vielen Bereichen an den Grenzen unserer Kapazitäten angekommen und das spüren die Menschen. Und deswegen finde ich, muss diese Debatte geführt werden. Und ich sage mal, als jemand, der, ich glaube, in diesem Jahr 50 Jahre in der CDU ist, ich würde mir sehr wünschen, dass diese Debatte von allen Parteien der politischen Demokratie gemeinsam geführt wird. In jedem Gemeinderat streiten sich die unterschiedlichen demokratischen Parteien über diese Frage gar nicht mehr. In jedem Kreistag, glaube ich, streiten sie sich über diese Frage so gut wie gar nicht mehr. So. Und deswegen sollten mal alle Parteien ein bisschen gucken, was ihre Kommunalpolitiker sagen, wie ihre Kommunalpolitiker damit umgehen. Und ich glaube, ein Bundestagsabgeordneter, egal welcher Partei, wäre gut beraten, ab und zu gucken, was seine Kommunalpolitiker im Wahlkreis so machen. Und dann kämen wir dahin, was Carsten gesagt hat, dass wir dann auch endlich zu Lösungen in Deutschland kommen, die dafür sorgen, dass sich unsere Gastfreundschaft sehr stark konzentriert auf wirklich verfolgte Menschen. Vielen Dank. Ich weiß Ihren Namen leider nicht, aber die Dame daneben. Angela Wefers von der Börsenzeitung. Ich habe 2 Fragen. Die eine bezieht sich auf das Modell. Die Erfolgsaussichten von solchen Modellen sind ja auch immer besonders gut, wenn man weiß, was es fiskalisch bedeutet. Und Nordrhein-Westfalen ist ja klassischerweise ein Bundesland, was Steuereffekte sehr gut rechnen kann, aufgrund seiner Größe, genauso wie Bayern. Also das haben wir in der Vergangenheit oft erlebt. Haben Sie vor oder haben Sie vielleicht schon gerechnet, um auch mal die wirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen Modells zu machen? Das würde ja auch die Seriosität unterstreichen.
Und die zweite Frage, die ich habe beim Stichwort Rente, das führt jetzt etwas weg vom heutigen Tag, aber ich hatte irgendwie, war jetzt etwas verirrt und dachte, Sie stellen heute was vor, wie Sie sozusagen die Rente reformieren wollen oder zumindest Punkte dazu. Das wäre ja vielleicht mal nötig. Es gibt Vorschläge zum Generationenkapital der Bundesregierung, es gibt eine Fokusgruppe Altersversorgung für die dritte Säule. Wie sind denn die Pläne der CDU, sich zu diesen beiden Themen zu positionieren? Danke. Also zu Ihrer ersten Frage, weiß nicht, Herr Kirchhoff, ob Sie auch einen Satz dazu sagen wollen, das können Sie gar nicht machen. Weil Sie, das ist ja ein Modell, was fußt auf der grünen Wiese. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele es machen. Wir kennen die Anreizwirkungen, die wir setzen wollen, aber wissen nicht, wie viele tatsächlich diesen Schritt gehen. Wir wissen aus Umfragen, dass rund die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner oder der Deutschen insgesamt sagen, der Erwerbstätigen, dass sie bereit wären, länger zu arbeiten, wie viel auch immer, wenn es Steuerersparnisse gibt. Aber sie können die wirtschaftlichen Implikationen nicht nennen. Ich glaube, das kann weder das IFO-Institut noch die Kolleginnen und Kollegen in Kiel oder vom IAB. Das ist nicht möglich. Deshalb wäre der Vorschlag, lasst uns das 2 Jahre machen. Und dann müssen Sie halt auf 3 Dinge achten. Erstens, welche Auswirkungen hat es auf den Staat? Sie erhöhen ja die Kaufkraft dadurch, Professor Kirchhoff hat es ja gesagt, dadurch können Sie gegebenenfalls mehr Umsatzsteuer generieren. Gleichzeitig haben Sie einen Effekt auf den Fachkräftemangel, den können Sie kaum quantifizieren auf den Euro, weil das ja Mitarbeiter sind, die jetzt zusätzlich kommen, die sonst nicht da wären, und drittens für den Arbeitnehmer. Also insofern würde ich mich freuen, wenn Sie diese Frage dann nochmals 2027 stellen oder 2028, wenn wir es dann 2 Jahre hoffentlich ausprobiert haben. Und zu Ihrer zweiten Frage, wir haben eingeladen zu dieser Aktivrente, weil Professor Kirchhoff das Gutachten, was Ihnen jetzt vorliegt, dazu geschrieben hat. Und das war der Hauptpunkt. Alles andere besprechen wir in der Grundsatzprogrammkommission. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Wir werden Mitte Oktober mit unseren Positionen fertig sein, werden Ende des Jahres den ersten Entwurf vorliegen haben und werden dann auf der CDU-Klausurtagung am 11. und 12. Januar in Heidelberg den Entwurf verabschieden. Und dann geht es in die Partei und dann werden wir darüber diskutieren. Ich bitte, haben Sie Verständnis, ich will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, ansonsten gerne bilateral im Anschluss. Vielen Dank. Der Herr daneben. Ich weiß nicht, ob Herr Kirchhoff noch ergänzen wollte. Ach so, Entschuldigung. Also ich kann einen Satz noch ergänzen. Also wir haben es auch vorhin schon gesagt, die fiskalischen Folgen sind wirklich äußerst schwer einzuschätzen. Denn wir könnten jetzt schätzen, wie viel nehmen den Steuerfreibetrag in Anspruch. Und dann schätzt man, was ist die Steuerlast, die dadurch gesenkt wird. Aber dann müssen wir auch die positiven Folgen einschätzen. Einschränkung des Schwarzmarkts, allgemeine Erwerbsquote, Kaufkraft, ja, Vitalität, Entlastung der Sozialsysteme. Das Bundesverfassungsgericht sagt 2 Dinge. Die sagen, der Gesetzgeber hat einen ganz weiten Einschätzungsraum. Er muss diesen aber gewissenhaft nutzen. Also ein paar Prognosen sind anzustellen, um das Ganze fiskalisch zu verantworten. Das ist ja Ihre Frage, nicht? Es kann zu weniger Einnahmen bei Bund und bei Ländern kommen. Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer. Das muss man fiskalisch abschätzen, aber es ist ungenau. Also weiter Einschätzungsraum, dann Prüfung. Und das Zweite sagt, das Gericht ist ein wörtliches Zitat, man muss bei Lenkungssteuern, ist es in Ordnung, dass man das Ziel nur annähernd erreicht, weil man es einfach nicht vorhersagen kann. Aber ich bin optimistisch, dass der fiskalische Effekt gar nicht so negativ sein wird und vielleicht im Endeffekt sogar positiv. Aber das ist jetzt sozusagen ein Optimismus, ohne eine Studie gemacht zu haben, weil es einfach Unsicherheiten sind. Ja. Zu dem Konzept wollte ich noch eine Nachfrage stellen. Sie schließen ja Leute, die Kapitalerträge, Mieten, Pachten und so weiter, wollen Sie ausnehmen von dem Konzept. Jetzt kann es ja durchaus sein, dass jemand Vorsorge getroffen hat, weil er selbstständig war oder so und von diesen Kapitalerträgen lebt, weil das sozusagen seine Altersversorgung ist, weil er keine gesetzliche Altersversorgung hat. Der darf aber nicht weiterarbeiten mit diesem Steuerfreibetrag. Also da geht es darum, dass das sind dann sozusagen gleichsam Altersbezüge, sind nicht technisch welche, aber es ist ja eine Vorsorge im Alter und die soll ganz normal wie jetzt auch der Besteuerung hinzugefügt werden. Es geht um eine Aktivrente, also um eine Aktivierung des Erwerbslebens. Ja. Ist denn der Unterschied zwischen Kapitalerträgen aus einer Rentenversicherung, die meinetwegen verrentet sind, oder aus einer Kapitallebensversicherung, die einen Einmalbetrag zahlt und
Also da wird es ja schwierig. Da wird es schwierig und deshalb wollen wir uns auch auf diese Differenzierung gar nicht einschalten. Die Differenzierung ist, wer ist arbeitet aktiv, also Selbstständige, Arbeitnehmer, auch Unternehmer, die weiterarbeiten wollen. Und da zu differenzieren, das wäre nicht sachgerecht. Ja, dann würde man dann den angestellten Arbeitnehmer, den angestellten Handwerker, der würde aktiviert, aber der Freiberufler ist, würde nicht aktiviert. Das macht keinen Sinn. Aber wo eine sachgerechte Grenze ist, Fachkräftemangel, Aktivität, wenn ich sozusagen nur passiv da bin. Aber wenn ich passiv mein Kapital für mich arbeiten lasse, wenn ich aus Vermietung und Verpachtung, das ist ja auch ein Kapital, was ich arbeiten lasse, oder wenn ich stille Unternehmensbeteiligung habe, also nicht aktive Unternehmensbeteiligung. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist eine Typisierung. Wir haben keinen Gesetzesvorschlag unterbreitet, die ist nicht ganz einfach. Ja? Das gebe ich zu, da muss man noch genau drüber nachdenken, wie man das gleichheitsgerecht fasst. Aber in der Sache haben wir Leute, die sind wirklich aktiv und die anderen lassen typisiert ihr Geld für sich arbeiten. Und ich glaube, diese Unterscheidung macht mit Blick auf eine Aktivrente dann doch Sinn. Jetzt aber. Hans-Joachim Fiewiger aus dem ARD Hauptstadtstudio. Herr Lindemann, ich habe die CDU bislang so wahrgenommen, dass für Sie die Stringenz und die Einfachheit eines Steuersystems durchaus einen sehr hohen Wert hat. Stichwort Bierdeckel, um es mal konkret zu sagen. Wie ist es denn, wenn jetzt in jedem Einzelfall gibt es gute Gründe für Ausnahmen, aber auf Dauer erhöht es doch das, die Akzeptanz und auch die, ja, die, den Wert eines Steuersystems aus. Also dazu hätte ich gerne noch mal eine Aussage. Und dann habe ich sehr wohl wahrgenommen, was Herr Laumann zu den Äußerungen zu Herrn Merz gesagt hat. Aber ich frage noch mal Sie, wie nehmen Sie die Meinungen innerhalb der Union zu diesem Thema, die Diskussionen innerhalb der Union zu diesem Thema der Äußerungen von Herrn Merz wahr? Vielen Dank für die Frage. Wenn Sie so wollen, setzen wir jetzt mit der Aktivrente in diesem Punkt den Bierdeckel von Friedrich Merz um, weil sie pauschal ist, weil sie einfach ist, weil wir es machen. Und wir können nicht auf jeden Einzelfall Rücksicht nehmen, weil sie dann es wieder kompliziert machen und wieder Bürokratie schaffen und Überregulierung. Und deshalb die Idee, es mal einfach 2 Jahre lang auszuprobieren, so wie von Professor Kirchhoff vorgeschlagen. Und dann treffen wir uns hier wieder und schauen, was ist bei rumgekommen. Zu Ihrer zweiten Frage. Ich bekomme aus Deutschland Meldungen, also in Nordrhein-Westfalen hören wir, dass da die Überlastung noch nicht eingetreten ist in dem Bereich. Es gibt aber auch andere Meldungen aus anderen Teilen Deutschlands, wo man sagt, ja, auch in diesem Bereich gibt es eine Überlastung. Und der zweite Punkt, darum ging es ja auch, dass unsere Sozialstandards in Deutschland einfach so hoch sind im Vergleich zu anderen Ländern Europas, dass es einen sogenannten Pull-Effekt gibt und die Anreizwirkung, nach Deutschland zu kommen, sehr hoch ist. Und die muss gesenkt werden. Darum ging es Friedrich Merz. Und diese Debatte müssen wir führen, das müssen wir aushalten und gleichzeitig müssen wir sie lösen. Und das ist entscheidend. Und deshalb das Angebot an die Bundesregierung, zusammenzuarbeiten, gerade bei dem Thema Migration. Das sehen Sie in der Geschichte, wie wichtig das ist, dass es einen Konsens braucht, damit die Zahlen runtergehen. Aber ganz, ganz kurz. Auch in diesem Fall die konkrete Nachfrage. Ich bezog mich ja auf die Frage, wie die Worte von Herrn Merz aufgenommen wurden. Sind die aus der Sicht von den Rückmeldungen, die Sie haben, glücklich gewählt? In der CDU, in der Breite gibt es Unterstützung. Natürlich wird immer diskutiert, aber es geht gerade den Menschen darum, dass gefragt wird, das ist richtig, nur wir müssen es jetzt lösen. Was sind die Lösungsvorschläge? Wie kriegen wir die Sozialstandards angepasst? Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit Marco Prietz, dem jüngsten Landrat Deutschlands aus einer Kommune, der selbst gesagt hat, wir müssen es jetzt machen und beispielsweise Geldleistungen zu Sachleistungen machen. Ich meine, Sie müssen wissen, es sind 300.000 abgelehnte Asylbewerber, die ausreisepflichtig sind. Und da müssen wir jetzt uns auf so einen Konsens einigen und ihn auch durchsetzen, dass wir mehr Sachleistungen in Deutschland anbieten können, und zwar auf kommunaler Ebene. Ich weiß, dass es da viel Kritik gibt und Bürokratie und vieles mehr. Und deshalb muss man sich zusammensetzen, dass man nicht wieder 5.000 Regelungen bekommt, sondern dass man eine bundeseinheitliche Lösung bekommt mit einem Standard, mit einer Karte und das dann auch macht. Und dann kommen wir voran und darum geht es in dieser Debatte. Letzte Frage, Herr Heck. Sie haben darüber gesprochen, dass Aktivrente ja nur so ein Begriff sein soll und dass möglichst dann die Aktivierung für alle Berufsgruppen gelten soll. Da
ist mir eine noch ein bisschen zu kurz gekommen. Was ist denn mit dem Beamtentum? Haben Sie sich damit auch mal beschäftigt, welche gesetzlichen Hürden es auch da eventuell gibt und vor allem, ob es dann eben eine Flexibilisierung, eine weitere Flexibilisierung der Altersgrenze benötigt? Und dann weiß ich, dass wir heute über die Aktivrente sprechen. Ich würde aber noch ein anderer Aspekt auch interessieren. Herr Lindmann, Sie fordern ja immer wieder, dass Überstunden steuerfrei gemacht werden sollen. Da würde mich zum einen aus der wissenschaftlichen Perspektive auch da interessieren, wie praktikabel und umsetzbar so etwas ist. Und dann aus der politischen Perspektive, Herr Laumann, Herr Lindemann, wie es denn da weitergeht. Da habe ich irgendwie zuletzt wenig dazu gehört. Und Sie die Erste, Herr Kirchhoff? Ja, also sehr gerne. Also die Beamten sind grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Das heißt, also es geht wirklich um Menschen, um nochmal auf die Frage von der Kollegin einzugehen, die aktiv sein wollen. Und da soll dann keiner ausgeschlossen sein, auch nicht die Beamten. Aber Ihre Frage spricht noch etwas anders an. Man kann das Ganze zum Anlass nehmen, zu fragen, welche Anreize gibt es denn im Alter nicht zu arbeiten? Und welche Anreize gibt es, vorzeitig in die Altersversorgung einzugehen? Und da kann man wirklich mal, da gibt es manche Aufsätze auch von Kollegen von mir dazu, da kann man wirklich mal drüber nachdenken, welche Anreize gibt es und die sollte man hinterfragen. Das wäre sozusagen eine Begleiterscheinung neben diesem monetären steuerlichen Anreiz. Und dann zu den Fragen der Überstunden, das kann ich jetzt so nicht beantworten, weil es da ganz klar auf die konkrete Ausgestaltung ankommt. Ja, also da möchte ich jetzt nicht sozusagen irgendein Konzept Herrn Lindemann oder der CDU in den Mund legen und das dann prüfen. Da müsste man genau schauen, was ist da genau geplant. Also da würde ich mich dann deshalb auch gerne jetzt hier zurückhalten. Deswegen geht es bei den Überstunden, dass man die Steuer freistellt, nicht um alle Stunden, sondern man muss es wirklich in der Vollzeit machen. Dass man sagt, ab 40 Stunden jede zusätzliche Stunde steuerfrei. Warum? Wir haben in Deutschland Hunderttausende von Menschen, die Vollzeit arbeiten und nebenbei einen Minijob haben. Das ist für die Volkswirtschaft eigentlich nicht produktiv, weil die Stunde im Hauptjob ist viel interessanter für die Produktivität, als wenn jemand rausgeht und einen 520-Euro-Job annimmt. Und deshalb die Idee, steuerfrei zu stellen. Ich habe mit Professor Mellinghoff, einem Verfassungsrichter, darüber gesprochen. Ich habe mir das angesehen in Österreich. Die ÖVP hat das in Österreich umgesetzt, dieses Thema. Wir werden auch da in den nächsten Wochen Lösungsvorschläge präsentieren. Was natürlich, wenn ich das sagen darf, immer geht, ist, dass wenn der Arbeitgeber, also rechtlich geht, wenn der Arbeitgeber Zuschläge ausmacht mit dem Arbeitnehmer, so haben wir es ja auch bei den 3.000 Euro bei dem Inflationsausgleich gesehen, dass man diese Zuschläge steuerfrei stellt. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der bereits von Experten befürwortet wird. Und wenn wir darüber hinausgehen, da arbeiten wir gerade dran, auch am Beispiel Österreichs, wie man es machen kann. Aber die Idee ist wirklich nur Vollzeit, 40 Stunden und dann jede zusätzliche Stunde steuerfrei, weil die Menschen machen es nicht. 50-60% sind weg an Abgaben und Steuern. Und das kann nicht sein. Anstrengung in Deutschland wird dann bestraft. Und das wollen wir nicht. Und deswegen ist das auch ein Thema, was wir in den nächsten Wochen weiter angehen werden. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiederschauen. Dankeschön.